Deutschlands Spitzen, Deutschlands Vorzeige, Deutschlands Ausnahmebogenschützinnen Elena Richter und Lisa Onoo sind jedem ein Begriff. Doch bei den Berlin Open traten andere Top-Talente in den Vordergrund. Das Urgestein Lars Klingner lässt nach 3 Jahrzehnten Bogenschießen die Elite immer noch hinter sich. Ob im Viertel- oder Halbfinale, niemand konnte den Berliner schlagen. Ein Top-Schütze, Morgan Lundin, den zu schlagen, war schon mal toll. Und danach kam das Goldfinale. Und was ich noch nie hatte in meiner langen Laufbahn, dass ich auf einmal so aufgeregt war wie dem Moment. Das Publikum pushte den Berliner extrem, womit er seine Coolness zurückerlangte. Er lieferte sich mit dem Briten Simon Scott ein sehr knappes, ein sehr enges Final, das der Brite letztlich für sich entscheiden konnte. Klingner verspürte dennoch viel Freude. Das höchstpreisdotierteste Bogenschieß-Event Deutschlands lockte über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 30 Nationen nach Berlin. 3 Tage voller Action und Treffer standen auf dem Programm. Das Highlight der Berlin Open waren natürlich die Goldfinals. Auch die Parasportler waren wieder zahlreich vertreten. Flora Klim ist eine ganz große Hoffnung für den deutschen Parasport. Für die deutsche Meisterin war es die erste Teilnahme an den Berlin Open. Ihre Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Nach einem entspannten Wettkampfbeginn qualifizierte sie sich für das Halbfinale, welches sie aber leider ganz knapp verlor. Aber im Kampf um Bronze. Im kleinen Finale schlug ihre Stunde. Sie lieferte sich gegen ihren Teamkollegen Andreas Kretzer vom Landeskader Niedersachsen. Ein spannendes Duell. Es kam zum Stechen. Dort ging es um alles oder nichts. Flora entschied den Wettkampf für sich. Ich habe mir nicht so richtig was vorgenommen, weil ich nicht enttäuscht sein wollte. Aber jetzt im Bronzefinale zu gewinnen, das war ein Trumpf auf jeden Fall. Also. Claire van Dijk aus den Niederlanden freute sich schon seit Monaten auf diesen Wettkampf. Ihre Gedanken waren besonders ihrer ehemaligen sportlichen Heimat gewidmet. Die Niederländerin startete 2 Jahre für die Bundesligamannschaft von BB08. Mit dem Team schaffte sie nicht nur den Sprung von der zweiten in die erste Bundesliga, sondern schaffte auch den Gewinn der Silbermedaille. People from my club and they just say hi, good luck and it's, they're all really nice to me, it's very cool. Durch die Unterstützung von Aktion Mensch sowie dem Landessportbund Berlin und dem Senat wurden die Berlin Open zu einem besonderen Fest. Jeder Schuss war ein Treffer. Die deutschen Bogenschützen und Bogenschützinnen haben bewiesen, dass neben Lisa Onoo und Elena Richter viel, viel mehr Top-Talente für Deutschland bei großen Ereignissen vorn angreifen können.